Spielstand 8:16. Freiwurf für die SG. Ja, da fehlen so ein bisschen die Anspielstationen, aber Zanetzki mit dem Treffer. Sein Vierter in diesem Spiel. 9:16. Und auch der erste Treffer für Güstrow, der zweite Halbzeit Treffer Nummer 7 für Clemens Kulatowski. 9:17, Fuß von Florian Ladig. Lukas Duwe scheitert an Hans Walisch. Ja, Zanetzki erfolgreich zum 5. Mal in diesem Spiel. 10:17. Und das war hervorragend gehalten von Hans Walisch nach dem Wurf von Julian Lohse. Der Ball direkt geworfen, geht am Tor vorbei. Abwurf für die SG Banskulitzen. Und aber bei den Lezern fehlt hier etwas der Schwung. Lediglich Johann Zanetzki kommt da mit richtig Dampf. Dann machen sie die Lücke groß auf. Und die Gastroer können es nicht nutzen. Lukas Severin. Und dann der Treffer von Oskar Kulatowski. Der Lezner bekommt den Ball aber wieder. Und Erik Mohr aus dem Stand mit seinem zweiten Treffer zum 11:18. Abwurf. Zanetzki setzt sie da durch, aber greift auch keiner wirklich an und er macht den Treffer. Seinen 6 in diesem Spiel. 12:18. Clemens Kulatowski. Mit Treffer Nummer 8 zum 12:19.
Und das war ein klasse Treffer, schön durchgesetzt von Florian Ladig. Wird auch frenetisch bejubelt von den Eltern am Rand, 13-19. Und das Spiel steht auch unter prominenter Beobachtung. Die Oberliga MV-Ligaspieler von Empor Rostock 2 schauen sich das Spiel hier an der Seite an und dessen Lukas Duwe mit dem 13-20. Das war bereits ein 8. Treffer in diesem Spiel. Fußentschieden gegen Güstrow. Freiwurf für Banskoletzen. Und das war ein klasse Wurf von Florian Ladig. Zum 14-20. Janek Luti mit seinem ersten Treffer in diesem Spiel. Zum 14-21. Wanicki verliert den Ball. Ladig kämpft danach, aber trotzdem der Treffer von Niklas Welzin zum 14-22. Und Treffer erneut für SG Banskoletzen. Robin Buske wirft dem Torwart durch die Hände. Clemens Kulatowski mit dem 23-15. Lattentreffer jetzt. Und da konnte er der Güstrower. Ja, wird mit dem Fuß verhindert, da gibt es Freiwurf. Und jetzt der Konter der SG Banskoletzen. Der muss natürlich rein, dann der Ball. Und Mathis Schumann verkürzt. Auf 16-23. Und da hat er erneut aufgepasst, der Mathis Schumann, und die Möglichkeit, seinen zweiten Treffer hintereinander zu machen. Scheitert allerdings am Torhüter, bekommt aber den Freiwurf zugesprochen. Und Zanetski setzt sich da erneut durch. Erzielt seinen 7. Treffer in diesem Spiel. 17-23. Und Auszeit genommen, jetzt durch den Güstrower HV. Und da hat man ein großes Lächeln gesehen beim Trainer der SG Banskoletzen, Hendrik Strauß. Zufrieden mit seiner Mannschaft. Aber auch auf der Güstrower Seite schön zu sehen. Der Güstrower Trainer nimmt sich dem Torwart an und macht dann nochmal einzeln, gibt da Tipps mit. Und die Mannschaft hat sich komplett auf den Boden gesetzt, hört der Trainerin zu, was sie zu sagen hat.
die Auszeit vorbei. Jetzt wollen wir mal gucken, was sie bewirkt hat. Gibt es eine, wird die Zeit angehalten. Florian Ladig hat den Ball, aber der Güstrower Spieler hat da wohl was am Kopf abbekommen. Arme in die Luft, einmal tief durchatmen. Dann wird es auch weitergehen für Clemens Kulatowski. Ja, einmal durchs Gesicht gewischt. Und dann geht es hier weiter mit Freiwurf für Bansko Lezen. Und Janetski. Ja, das Tor für Bansko Lezen. Na, aber sich schiedsrichter etwas uneinig. Der eine sagt Freiwurf, der andere sagt Tor. Tor setzt sich durch. Und auf der Gegenseite der ebenfalls der Treffer, der 9. bereits von Lukas Dube zum 18:24. Und das war ein klasse Tor von Mathis Schomann aus dem Winkel. Zum 19:24. Und der Ball ist vorbei. Und Zanetski lässt seinen Gegenspieler stehen. Läuft ein bisschen wie um Slalomstangen. Wird dann festgemacht. Gibt Freiwurf. Wir waren es gelesen, aber da kommen sie ohne Schwung.